In Wismar entsteht ein neues Einkaufszentrum an der Schweriner Straße. Die Eröffnung ist für Ende Juni geplant. Dann kann hier eingekauft, gegessen, Sport getrieben und übernachtet werden. Ein baden-württembergisches Unternehmen investiert 50 Millionen Euro in das Einkaufszentrum. Auf 13.500 Quadratmetern werden vielfältige Angebote entstehen. Unter anderem sind Flächen an Aldi, Edeka, KFC, Peter Pan, Subway, Value vermietet. In den 7 Gebäuden entstehen insgesamt 16 Geschäfte. Der Name des Einkaufszentrums: Drewespark. Angelehnt an das naheliegende Dreweswäldchen. Die Arbeiten für den Wohnmobilpark haben noch nicht begonnen. Eine Baugenehmigung wurde von der Stadt bislang nicht erteilt. Geplant sind 60 Stellplätze sowie ein Gebäude für Duschen und Toiletten.